Tagesschau, meine Damen und Herren, guten Abend. So moderiert sie und so rockt sie auf der Bühne. Cornelia Bösch ist nicht immer die seriöse Newsfrau. Mit ihrer Band Soul Jam lässt sie es auf der Bühne krachen. Die Musik und ihre Band haben für die Newsfrau eine grosse Bedeutung. Wenn man so einen Job hat, wo man immer am Abend arbeitet, noch Familie hat und sonst ein bisschen viel los, dann ist es wirklich eine Art Ausgang für mich. Dass ich wirklich einfach einmal in der Woche meine Freunde sehe und man hockt nicht einfach im Eck in einer Beiz und schwätzt blöd, sondern man macht Musik zusammen. Die Band spielt, wie der Name verratet, vor allem soulige Coverversionen. Die Cornelia Bösch ist übrigens nicht die erste musikalische Sprecherin vom SRF. Auch die Ex-Moderatoren Heiri Müller und Hans-Jörg Enz machen Musik. Auch wenn das Konzert das Einsiedeln weniger Zuschauer als bei der Tagesschau hat, die Cornelia Bösch hinterlässt Eindruck. Macht super und von heute an schaue ich jeden Tag die Tagesschau. Das machen es alle gut, ja, sehr professionelle Sache und ja, die Leute haben ja auch Freude, also es passt, sie machen das sehr gut. Ja. Seit 3 Jahren moderiert die Zürcherin schon die Hauptausgabe der Tagesschau. Ab November macht sie bei der SRF-Show «Kampf der Orchester» mit. Angst, dass sie ihre Glaubwürdigkeit als Nachrichtensprecherin darunter leiden würde, hat sie nicht. Sie freut sich auf die musikalische Herausforderung. Ich glaube, man weiss ein bisschen, dass ich nicht nur Newsfrau bin, sondern dass ich auch noch Musik mache. Und ich glaube, es schadet nicht, wenn man mal noch eine andere Facette sieht von mir. Seit rund 20 Jahren steht Cornelia Bösch mit Soul Jam auf der Bühne. In Zukunft wird sie sicher noch mehr erkannt werden.